Hallo liebe Freunde zu einem neuen Let's Play mit dem Tag Team. Wir spielen heute Far Cry 3. Dazu wählen wir doch spontan auch ein neues Spiel aus. Und spielen auf der Schwierigkeitsgrad, ich würde sagen Überlebender. So, ja, Far Cry 3, Ubisoft, Teil 3 der Far Cry Reihe, wie es der Name schon sagt. Meines Erachtens nach wesentlich besser als Teil 2. Ja, was soll man groß dazu sagen? Ich habe das Spiel jetzt schon durchgespielt, also könnte man es rein theoretisch als Walkthrough bezeichnen, aber ich tue es lieber nicht, weil das Spiel lässt es irgendwie nicht so zu. Man könnte zwar der Storyline folgen, aber das wäre ja irgendwie nicht im Sinn des Spieles. Ich würde sagen, das Spiel sollte man schon nehmen, wie es kommt. Also, man kann es ruhig auf unterschiedliche Wege durchspielen. Ich werde mich im Laufe des Spiels wahrscheinlich entscheiden, ab und zu mal was anderes zu machen. Aber, wie ihr seht, jetzt geht's gleich los und ich lasse euch erstmal mit dem Intro allein. Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein! Wo verdammt ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine! Woo! Ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20 war. Mit dieser Crew. Springt aus Flugzeugen raus. Fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, den haben wir hier. Grant. Und Jason. Aus Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil ihr zwei Weißbrote echt teuer ausseht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du, du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten? Hier unten. Ist es vorbei? Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, während wir das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da, bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein. Die Fresse, klar?
Scheiße. Mein Alter, er ist tot. So was bringen sie einem in der Armee bei. Folge mir. So, und so beginnt es. Ich hoffe, das Intro hat euch gefallen. Mir hat es zumindest sehr gut gefallen. Grafisch seht ihr, das Spiel ist ganz... sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, ich fand den Spruch jetzt gerade... Hat er gesagt, oh mein Gott, er ist tot? Also ich weiß ja nicht, wegen ein paar Schlägen gegen den Kopf. Okay, bewusstlos, ja, aber tot. Naja, gut, okay. Folgen wir erstmal unserem Bruder ein bisschen. Ja, Story ist leicht erklärt, würde ich sagen, zumindest die Anfangsstory, wenn ihr es nicht sowieso schon mitbekommen habt. Ja, wir sind ziemlich reich. Ja, das ist der Bemerkungsbalken, den ihr gerade gesehen habt. Ja, unsere Eltern sind ziemlich reich, wir haben ein bisschen viel Spaß und hey, auf einmal wurden wir entführt. Ja, und jetzt versuchen wir erstmal, aus dem Lager rauszukommen. Guck, der Hundchen. Ich klicke mal schnell das Tutorial weg, weil das blinkt uns sonst die ganze Zeit im Weg rum. Das würde mich jetzt ein bisschen stören. Na gut. Gibt es halt lecker Esschen. Oh, an Gepäck mangelt es auch nicht. Ein paar nette Sachen, die werden wir uns jetzt auch mitnehmen. Ja, das nehmen wir uns alles mit. Feuerzeug, die alles. Die nette Dame, die ihr an der Wand seht, die wird im Laufe des Spiels auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen, aber ich will noch nicht so viel vorwegnehmen. So. Mann, der Typ steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Na, aber sicher doch, das machen wir. Hey, was ist da los? Wer läuft hier mit Steinen? Dann los. Okay, ich komme. Scheiße, Mann. Na gut, der nette Kollege lässt sich echt leicht ablenken. Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay, tut mir leid. Wie unfreundlich, einfach mit Messern zu werfen. Naja, gut. Aber jetzt nicht, dass ihr denkt, man kann im Laufe des Spiels Wurfmesser benutzen. Das kommt nicht dazu. Man kann aber dafür andere Spielsachen benutzen. Mal gucken, mal, was mit diesen Kollegen macht. Huch, kaputt. Ja, auch kaputt. Ja, das brauchen wir uns jetzt nicht weiter ansehen. Hüpf, hüpf. Ja. Ja. Die gucken sich auch eine interessante Seifenoper an. Ja, Senna sollte vielleicht nochmal neu eingestellt werden, aber naja, gut, okay. Ja, wie gesagt, also Wurfmesser gehören nicht zum Repertoire der Waffen. So, verstecken wir uns mal zwischen diesen netten Pflanzen. Ah, ich werfe gern noch einen Stein. Wenn du so eine Knarre hast und sie einem an die Rübe hältst. Oh, hey, was war das? Du wirst sehen, wir reagieren dich. Na komm, lauf zu. Okay. Wir gehen. Na los, okay. Na lauf. Menschenskinder. Scheiße, mein Schwanz brennt wie Sau. Besser ein Kondom benutzt. Ja, die Konversation ist natürlich auch allererste Sahne. Eine Ratte. Komm hier durch. Na klar, mach mal. Ich bin unschuldig. Nein, oh, bitte. Koffer, ein bisschen Gepäck, ein paar Pässe, auch schön. Noch mehr Gepäck.
So, und da vorne wird es dann erst richtig interessant. Ich bin unschuldig. Aber das sehen wir uns erst im zweiten Teil an. Und ich würde sagen, wenn ihr viel Spaß nicht verpassen wollt, bleibt ihr einfach dran und seht euch Teil 2 an. Also bis dann.